Shiny-Pokémon in Pokémon Purpur und Karmesin leicht gemacht. Zunächst einmal braucht ihr ein Pokémon, womit ihr andere Pokémon fangt, was im Idealfall die Attacke Trugschlag hat. Dann öffnet ihr eure Karte und haltet Ausschau nach Massenausbrüchen. Sobald ihr einen Massenausbruch gefunden habt, wo ihr das Pokémon in Shiny jagen wollt, fliegt ihr dorthin. Anschließend besiegt ihr das Pokémon, was ihr in Shiny haben wollt, 60 Mal. Wenn ihr das Pokémon 60 Mal besiegt habt, habt ihr die Shiny-Chancen von 1 zu 1024. Und jetzt beginnt die Magie. Ihr öffnet das Inventar und macht das Picknick. In dem Moment, wo ihr das Picknick öffnet, verschwinden alle Pokémon in dem Bereich. Sobald ihr das Picknick jetzt beendet, spawnen im ganzen Bereich neue Pokémon. Sollten also beispielsweise 10 Pokémon verschwinden und 20 neue spawnen, habt ihr 20 Pokémon, die potenziell Shiny sein könnten. Das ist natürlich eine gute Quote zum Shiny Hunten, wenn ihr von Hause aus die Chance von 1 zu 1024 habt. Instant Gaming wünscht euch viel Erfolg beim Shiny Hunten in Pokémon Gen 9.